Hast du da unten irgendwas gefunden? Jetzt kommt wieder Belgium erzählt und so. Ja, genau. Belgium beschreibt das Pokémon, das im Inneren des Schiffs versteckt. Ach so. Ein Pokémon, das kann ja beruhigen, da kann ich ja beruhigend schlafen. Ach ja, ein Mädchen bat dich, das Pokémon für sie zu suchen. Ach ja, ein Mädchen bat dich, das Pokémon für sie zu suchen? Und jetzt ist es entwischt? Naja, dieser Ort ist kein guter Lebensraum für ein wildes Pokémon. Warum suchst du nicht an einem Ort, wo man öfter wilde Pokémon antrifft? Jedenfalls kann es jetzt wieder in Ruhe hier leben. Ich finde, ich stehe in deiner Schuld. Komm mich besuchen, wann immer du möchtest. Du bist jederzeit willkommen. Das mit dem Mobile werde ich dann so machen, dass ich die Poké-Orte so lange mit Dingens spicke, bis da mal was kommt. Und dann werde ich cutten, wenn das Mobile dann dabei ist. Das werden wir also irgendwann später mal machen. Das ist jetzt auch keine Hauptstory mehr. Okay, wie kommen wir nochmal runter hier? So. Hier war auch noch einer. Ja, stimmt. Okay, dann. Was haben wir denn jetzt als nächstes? Ach so, guck mal, wer da ist. Jetzt. Halt! Hier kommt keiner vorbei. Früher dachte ich immer, die hatten eine Halbglatze, aber in Wahrheit haben die eine ganze Glatze und haben einfach nur irgendwas im Kopf rum. Ich bin Brutus von Team Krall. An deiner Stelle würde ich mir das merken. Genau, merk den Namen. Ruhe! Sag mal, du hast keine Ahnung, wer oder was Team Krall ist, stimmt's? Vor nicht allzu langer Zeit zitterten die Leute noch bei unserem Namen. Ach, was soll's. Wir krallen uns jedenfalls wieder Pokémon wie früher und terrorisieren die Welt. Und dazu nehmen wir jetzt deine Krallmaschine. Ja, ja. Ich weiß, dass du ein starker Kämpfer bist. Aber so weit lasse ich es gar nicht kommen. Du, Flor, setz Schlafruder ein. Träum süß, mein Kleiner. Seht ihr, genau das meine ich. Genau das habe ich mal vor einigen Folgen gesagt. Dass man einfach lediglich den Trainer angreifen muss und nicht die ollen Pokémon. Naja. Ja, ja, wir haben eine Krallmaschine. Schnell, zurück in unser Versteck. Ja, stellt euch nur vor, wie froh Darkrall sein wird. Guck mal, unser Arm ist wieder frei. Hi. Bist du endlich wach? Die haben dir ja übel mitgespielt. Geht es wieder? Die haben mir nur ein Schlafpuder gegeben, Mann. Diese Bande da vorhin. War das nicht Team Krall? Was wollten sie denn von dir? Jetzt erzähle ich wieder. Ist nicht wahr. Von all dem habe ich ja gar nichts mitbekommen. Team Krall ist eine Bande von Halsabschneidern. Sie haben mit Hilfe von dem Krypto Pokémon gekrallt. Man hat seit Jahren nichts von Team Krall gehört. Ich dachte, sie wären weg vom Fenster. Wohl nicht. Was? Tja, sieht so aus, als müsstest du dir das Ding wieder zurückholen, das sie stahlen. Ich glaube, sie sind nach Norden. Sie verfolgten diese andere Gruppe von gestern. Von Gangstern. Von gestern. Vielleicht solltest du hier hinterher. Es ist hier in der Nähe. Im Norden des Crow Canyons. Aha. Crow Canyon. Komm, du wohnst jetzt bestimmt schon seit Wochen. Und du räumst hier nicht mal eben die blöden Blumen hier auf. Aber er hat's hier ja ganz schön nett. Theoretisch.
Wisst ihr, was ich mich mal hier frage? Wieso man? Da fehlt ja ein Stück. Aber wie kommt man denn hier weiterhin? Weil das Schiff ist doch noch viel größer. Dass sie das vom Design natürlich nicht mehr Räume machen konnten, wollten. Ist klar. Aber dann hätten doch irgendwelche versperrten Trümmer da hinlegen können und einfach. Und nicht einfach nur keinen Weg. Also ein bisschen Smartness hätte man ja ein bisschen erwartet für so ein altes Spiel. Und jetzt müssen wir noch mal hier runterlaufen. Ah ne. Ist ja jetzt nicht mal so weit. So. Jetzt haben wir keine Krallmaschine mehr. Nee. Ach so. Das Libra-Symbol. Gut, gehen wir gleich mal weiter. Ich gerade voll durch den Stein gefahren. Ach du Scheiße, stimmt ja. Wir wurden entdeckt. Also Schluss mit dem Versteckspiel. Wer wir sind? Na, Team Krall. Dolph schon wieder. Team Krall? Muss man das kennen? Da haben wir es. Er kennt uns auch nicht. Das ist wirklich deprimierend. Okay, gehen wir. Überlassen wir das Darkral. Ich weiß, er ist Drakral, aber Darkral hört sich cooler an. Blödsinn. Wir haben doch endlich Team Krypto gefunden, oder nicht? Wir werden auf keinen Fall gehen. Ey, du da, du Klotz. Wir müssen da rein. Geschäfte. Mach Platz, sonst müssen wir dir wehtun. Klotz? Ihr wagt es, Dolph, den Dollen einen Klotz zu nennen? Seid ihr lebensmüde? Na, wartet so nicht. Schon ein Kampf zwischen dem Adolf Team Krall Sepp und gegen Miraplar. Er hat nur Miraplar und sein Kumpel hat Duflor. Aber Sengo war ja schon stark, ne? Das wissen wir ja noch. Das ist ziemlich unlogisch, dass ein Kryptoschlag ein One-Hit auf ein Miraplar, das ein Level tiefer ist. Strolch. Der Typ ist doch kein Strolch. Da saß ich wohl am kürzeren Hebel. Ja. Na, so ein Mist. Was haben wir dir getan? Hätten wir gewartet, bis Darkrai da ist, dann wäre das nicht passiert. Brutus müsste Darkrai die Krallmaschine jetzt schon gegeben haben. Hey. Hey. Wollt ihr noch mal was auf den He auf eure hässlichen Rüben haben? Ah. Okay, Rückzug. Gehen wir zurück zum Versteck. Und du? Trollst dich nicht? Trollen? Nee, ich troll nicht. Ich will lieber richtig ernst spielen. Du hast Mut, aber Moment mal. Erkennt ihr uns wieder, oder was? Genau, du bist doch dieser Nervenzwerg aus Porta Portus. Was machst du denn hier? Du bringst doch nur Unglück. Seit ich dir begegnet bin, tappe ich von einer Misere die nächste. Zuerst wurde ich wegen dir von so einem Schönling in Porta Portus platt gemacht. Dann machte mich Captain Olaf zur Schnecke, weil ich ohne Erlaubnis ein Krypto-Pokémon eingesetzt habe. Und deswegen muss ich hier zur Strafe blöd Wache halten. Aber eins verstehe ich immer noch nicht. Wer hat Captain Olaf das mit dem Krypto-Pokémon gesteckt? Na, nur daran zu denken macht mich schon wütend. Jetzt bist du dran. So, und jetzt antworten bestimmt einige Leute, die das Spiel schon kennen. Beantwortet das die Frage? Beantwortet das ein. Also, kennen die Antwort, wer das schon gesteckt hat, was das Dolph das war? Einfach nur aus dem Affekt. Es wird nie wirklich erklärt, aber dann kann man sich das denken. Jetzt können wir zwar ein Krypto-Pokémon sehen, aber nicht fangen. Oh nein! Fünf Pokémon hat der Typ. Wow. Okay, Tempo über auf Sengo.
Und ist das nicht Technikerkapitel? Nee, das war Quatsch. Versteckte Fähigkeiten gab es zu dieser Zeit noch gar nicht. Das heißt, wir hatten Sporenwirt-Kapilz, oder? Kein Aufheber. Und eine Rückkehr. Beinahe One-Hit. Rückkehr. Zack, bumm, down. Das war zu erwarten. Karanivana! Tempo auf Sengo und Rückkehr auf Karanivana. Okay, und dann kommen noch zwei Pokémon. Und die werden dann hoffentlich auch gleich down sein. Was bringt es, das Sengo zu schwächen, wenn es eh nicht fangbar ist? Ne! Kamerob den Erteiler noch drauf? Stimmt ja. Das sollten wir auch mal ändern. Das ist nämlich überlevelt. Deswegen kriegen wir auch weniger, oder? Warte mal. Wie war das denn mit dem Erteiler früher? Mit dem EP-Teiler, ich weiß. Teilt er die EP so auf, dass wir kürzer kommen am Anfang? Also als Hauptkämpfer oder. Gibt einem dem EP-Teiler einfach nur einen Teil von dem, was andere haben wollen. Ich glaube, ich nehme den EP-Teiler gleich einfach runter. Tempo auf Redi kann, weil sehr effektiv. Und Rückkehr auf Vipitis, weil stark. Ach, ich Vollidiot. Megasauger wäre vielfach effektiv gewesen. Ach, das hätte wohl einen Hit gegeben. Mist. Mann. Okay, wer kriegt den Felsgrab ab? Natürlich. Ja, bringt dir eh nichts. Ich greife mit einer Prio-Attacke an. Du fliegender Fisch, du. Du bist doch nur ein Kind. Wie kann Dolph, der Großartige, von so einem Rotzlöffel besiegt werden? Du hast bestimmt getrickst. Oder etwa nur Glück gehabt? Ja, das muss es sein. Gegen dich kämpfe ich nicht mehr. Wenn du mich normal austrickst, ist mein guter Ruf im Eimer. Aber gegen dich müssen wir nochmal kämpfen, denn dein Sengo brauchen wir noch. Zwei Bodybuilder. Nein, nein. Hier darfst du nicht rein. Troll dich. Warum sagt das hier jeder? Hey, hey, hey. Das ist kein Ort für ein Kind wie dich. Genau das meine ich. Die arbeiten einfach nur mit ihren Muskeln, nicht mit ihren ollen Pokémon. Und dadurch sind sie halt viel effektiver. Jetzt müssen wir natürlich... Jetzt ist mir nicht mehr... Ah, natürlich kriegen wir eine Mail. Wenn es nicht mehr so aussieht, dass wir es weitergehen, natürlich kriegen wir eine Mail. Hey, hier ist Lenny von ONBS. Beijim, hier ist irgendwas im Busch. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Bitte komm zu ONBS in Pyritus und beeil dich. Nein, ich wäre zu ONBS in Arbastia gegangen. Bitte geh zu ONBS in Pyritus. Vollidiot, ey. Fragezeichen. Ja, stimmt, man wissen ja noch nicht, was das da jetzt genau ist. Man kann sich zwar denken, aber das Spiel will ja nicht denken. Und Habitat ist frei. Ja gut, dann gehen wir erstmal lösen. Yay!
Ja, lösen, das weiß ich auch, deswegen bin ich hier, du Blödmann. Wie auch immer das sagt, ich weiß nicht, sagt das die Frau? Oder bestimmt irgendein Professor. Okay. Ah, zwei fehlen noch, aber die. Nee. Oh. Ey. Einer ist ganz knapp. Da müssen wir eigentlich nur ein bisschen im Kreis gehen, dann geht das. Abitak. Pipipi. Habitakan Trugschlag. Komm, verarsch mich doch nicht, ey.